Nummer 6 folgt Agathos, Ralf Oppoli. Weiter geht's mit der 5. Und Eckhard Riss. Zweite Geld an Nice to See You abgeben. Aber es war auch wieder ein sehr, sehr gutes Laufen. Und sie ist auch hier zu Recht Favorit. Sie ist ein ordentliches Pferd, aber wie gesagt, sie hat auch schon gegen Oase Weitort verloren. Es muss schon ein bisschen vom Rennverlauf her passen. Die 1 mit Uwe Zevens, Iniesta AM, die Startnummer 2 mit Gerd Steinhaus, die 3 Eloise und Michael Nimczyk, die 4 Iris Success und Markus Bock, die 5 Corona Eckhard Riss, die 6 Agathos Ralf Oppoli, die 7 Oase Freitaut und Jan Theis de Jong und die Startnummer 8 Moneymaker BR Rock de Schlieff. Bis zur Marke und das Feld ist unterwegs. So macht ein Rennen zum Preis von Kabur. Da geht Eloise aus dem Moneymaker Bär. 500 Meter sind jetzt gleich zurückgelegt. Die erste Zwischenzeit lautet 1:15:09 und an der Spitze weiterhin Oase Freitaut. Jetzt kommt allerdings aus dem Eloise wieder heran, möchte vorbei, darf auch vorbei und übernimmt das Kommando. Eloise jetzt vorn gegen Oase Freitaut, die ist dahinter zweites Pferd. Lauric Running C in der dritten Position. Die Rennnummer außen mit Moneymaker BR im Rücken. Iniesta AM dann an der Innenseite. Und gemeinsame Schlussrichter sind Agathos und ihnen Iris Success. 1000 Meter jetzt gleich zurückgelegt. Das Feld relativ dicht beieinander unter dem Kommando von Iniesta. Daneben ist Moneymaker BR und Lauric Running C an der Innenseite. Zielgerade ist erreicht, Eloise an der Spitze, dahinter Oase Freitaut. Jetzt ist Platz nach außen genommen zu werden und das versucht jetzt auch Jan Theis de Jong, aber Eloise marschiert hier an der Spitze, schaltet noch einmal einen Gang höher. Eloise legt zu, Oase Freitaut auf dem zweiten Platz außen kommt Moneymaker BR, aber Eloise ist die Siegerin dieses Rennens. Frau Oase Freitaut in den Schlüpf, Lauric Running Sie noch für Rang 3 durch. Knapp vor Moneymaker Bär. Letzte Zwischenzeit 1:13:6. Farben von Karin Walter Mommers. Eloise bezogen auf dem Gestüt Buchenhof. Und trainiert wird die Stute von Michaels Vater Wolfgang Klimczyk. Wir gratulieren. Ja. Ja, Michael, ich habe hier gerade vorhin die Currywurst und Pommes gegessen. Die muss ich gratuliere. Dankeschön. Also ich muss sagen, wir hatten ja einmal kurz telefoniert, als sie hier so ein bisschen nach innen lief. Das Dach muss noch ein, zwei Sachen ändern. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie generell viel, viel fester wird. Ja, so ist es. Sie wird von Start immer sehr viel tun. Mir sehr gut gefallen. Im nächsten Rennen steuerst du ein extrem nobel gezogenes Pferd aus der gutklassigen Star Celita Stanley.
Ja, er hat sich gut qualifiziert und ich denke auch, er wird auch mal hier gelaufen. Der Heat hat mir gut gefallen und gut, Michael, sei mir nicht böse, jetzt aufzulaufen, ich kann nicht mehr. Ich habe nicht die Lunge von beiden Pferden. Aber ihr wollt den Applaus bitte für Michael Nimtschi.